Jahrtausenden, einer Zeit, als die Dinge noch weniger kompliziert waren, als die Menschen von dem lebten, was das Land ihnen gab, einer Zeit, als Menschen noch Menschen und Toilettenpapier noch Blätter von den Bäumen waren. Dale-Dim! Brechwurz! Dale-Dim! Brechwurz! Dale-Dim! Brechwurz! Dale-Dim! Brechwurz! Leute, hört auf zu streiten. Können wir jetzt bitte entscheiden, wie unser Festwagen zum Gründervätertag aussehen soll? Ich sage, wir widmen den Festwagen dem Andenken an Alois Brechwurz, Hexenjäger in Dimmsdale der Gründerzeit. Vergiss es! Wir bauen einen Festwagen, mit dem wir die Verdienste des Gründers von Dimmsdale würdigen. Dale-Dim! Dale-Dim hat niemals gelebt. Er ist eine Volkslegende. Wenn es ihn denn gab, warum findet sich kein Beweis, wie ein Porträt oder sowas? Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du beweisen kannst, dass du richtig liegst mit deinem Alois Brechwurz, bauen wir deinen Festwagen. Wenn ich die Existenz von Dale-Dim beweise, bauen wir meinen. Geritzt? Bibliothek, wir kommen! Die Bibliothek? Da war ich doch erst letztes Jahr. Timmy, AJ ist ein Genie. In Wissensfragen wirst du ihn niemals schlagen können. Weshalb wir uns die nötigen Beweise aus erster Hand besorgen. Ich wünschte, wir könnten in die Vergangenheit reisen und die Gründung von Dimmsdale verfolgen. Wow, wir befinden uns im Jahr 1665, als Dimmsdale gegründet wurde. Eine schlichte Zeit. Als Männer noch Männer waren, die Butter gestampft wurde und Blätter vom Baum als Toilettenpapier dienten. Au! Historisch korrekte Kluft. Ich hoffe doch sehr, du planst, dich zu rasieren, oder? Kommt schon, sehen wir uns im guten alten Dimmsdale mal um. Genauer gesagt sind wir in der alten Stadt ohne Namen. Wenn's nach mir ginge, hieße es die alte Stadt ohne Hygiene. Ihr Leute, höret! Ja, meine lieben Mitbürger! Jetzt so ist es mir erneut gelungen! Merket auf, ich präsentiere euch eine Hexe! Ein Entchen! Das ist eine Hexe, sag ich! Wagst du etwa mir zu widersprechen, Alois Brechwurz, dem Hexenjäger? So viel zur historischen Genauigkeit. Fürwahr, mag es dem Anschein nach eine Ente sein! Doch was ist es jetzt? Oh! Hexe! Ihr Geständnis wird es beweisen! Am rotierenden Spieß der Gerechtigkeit! Ja, das ist die Hexe. Das ist keine Hexe, sondern eine Ente! Da, du riechst sauber! Danke! Hey Leute, hier, sauber riechende Hexe! Oh! Au, 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 au! Oh, oh. Senk die Stimme. Danke dir. Du mögest von nun an mein bester Freund sein. Ich werde niemals zulassen, dass man dich mir entreißen will.